Ja, liebe Zuschauer, in der Galerie am Plan sind zurzeit Werke von Helmut Heinze zu sehen. Und Anlass für die Schau war der Jahrestag der Bombardierung von Dresden am 13. Februar. Ja, Professor Heinze, ein ganz beeindruckendes Werk sind die Überlebenden. Da steckt auch eine ganz besondere Idee dahinter, die Sie dem Werk mitgeben. Welche ist das denn? Meine Figurkomposition, die Überlebenden, ist eine Arbeit, die ich fast über 50 Jahre mit Unterbrechung mit mir herumgetragen habe. Es ist ein erster Entwurf 1966 entstanden, ein zweiter ist 85 ausgestellt worden, eine zweifigurige Gruppe und 2008 eine siebenfigurige Gruppe und dann nochmal eine zweifigurige Gruppe. Das Wesentliche an der Sache ist eigentlich, dass ich zwar von dem 13. Februar diesen Tag des Angriffs auf Dresden ausgegangen bin, habe aber dann überlegt, dass am 14. November 1940 Coventry bombardiert worden ist. Dresden ist Partnerstadt von Coventry und dass ich diese Überlebenden beiden Städten widmen will. Und dass es eine Plastik sein soll, die an die Opfer beider Städte erinnern soll, an Coventry und Dresden. Im Sockel dieser Figurengruppe ist eine Inschrift inbegriffen sozusagen. Welche ist das denn und wie wurden Sie dazu inspiriert? Bei der Arbeit an der siebenfigurigen Gruppe habe ich viel von Coventry und dem Versöhnungszentrum gehört. Bereits nach dem ersten Angriff hat einer der Geistlichen in Coventry an die Chorwand der zerstörten St. Michaelskathedrale dieses Wort Faservergif einmeißeln lassen, 1948. Und in dieser Ruine der alten Michaelskathedrale ist dann ein Versöhnungszentrum eingerichtet worden und 1972 wurde die neue Kathedrale eingeweiht, die an dieses alte Michaelskathedrale anschließt. Und dieser Gedanke, Faservergif als Versöhnung sozusagen, als Versöhnungsgedanke auch nach diesen furchtbaren Kriegen, das hat mich außerordentlich beeindruckt und da habe ich bei meiner Arbeit in der Bronzegießerei 13. Februar an die Figur geschrieben, Vater vergib, Faservergif, Coventry Dresden und habe dieses Denkmal eigentlich unter das Zeichen der Versöhnung gestellt. Das war mir das Allerwichtigste, dass also die Versöhnung auch die Trauer umfasst um die Opfer, die in beiden Städten und in vielen Städten und überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Ja, wenn man sich Ihre Arbeiten hier anschaut, da merkt man, Sie sind vom menschlichen Wesen, vom Menschen fasziniert. Was macht denn für Sie das Interessante an der menschlichen Erscheinung aus? Meine Motive kommen alle aus dem mir vertrauten Alltag. Also das Bedeutende und Ewige ist eigentlich ganz nahe. Man braucht nicht so weit zu fahren, ob das eine Mutter ist oder das eigene Kind. Die Schöpfung und die Gestalten sind immer wieder von großer Formkraft. Ob das jetzt das Porträt meiner Mutter ist oder auch das Elternpaar, was oben sitzt, das sind für mich Bilder und Gleichnisse wie Botschaften und Briefe, die man an die Mitmenschen schreibt. Wenn man ein älteres Ehepaar sitzen sieht, dann hat das was wie ein Königspaar eigentlich, die die Gnade hatten, so lange zusammen zu sein. Und das hat mich bewegt und da habe ich die Plastik gemacht. Also man kann nur das machen, was einen selbst bewegt. Seit 6. Februar sind die Werke von Helmut Heinze hier in der Galerie am Plan zu sehen. Ja, Christiane Stöbe, wie ist denn die Ausstellung bis jetzt angenommen worden? Wie lief's denn? Ja, also hier die Ausstellung ist sicherlich eine der wichtigsten Ausstellungen bisher in der Galerie und die hat eine unglaubliche Resonanz gefunden. Die Menschen von Dresden, aber auch über Dresden hinaus kommen und die Galerie platzt eigentlich ein bisschen. Ja, also zumindest bei den Veranstaltungen müssen wir sehen,
für die Finissage werden wir schon nach draußen gehen. Ja, Finissage, das ist genau das richtige Stichwort. Wir sind sozusagen im Ausstellungsendsport. Was haben Sie denn am Ende, am 26. März noch geplant? Am 26. März beenden wir diese Ausstellung. Da wir vermuten, dass viele Menschen kommen, werden wir es im Kapitelsaal machen. Aber es ist auch ein Anreiz, also für die Menschen an diesem Tag nochmal zu kommen. Sie können bis 19 Uhr in der Galerie sein und werden dann mit drei Filmen an dem Abend konfrontiert. Einmal Barlach, einmal von der Kunsthochschule. Das wird eine Premiere sein. Die ist zwar schon mal gezeigt worden, ist aber dann zensiert worden. Und somit wird es ein Film über die Wendezeit sein, was in der Kunsthochschule sich verändert hat. Und dann gibt es noch einen Film über Rudolf, das zerstörte Dresden. Und eine kleine Sequenz auch über Barlach, also über einen Künstler. Wir haben also da verschiedene Sachen. Danach wird es eine Diskussion geben. Wir freuen uns, dass die Ausstellung so gut angenommen wird und hoffen, dass auch der Kapitelsaal dann ausreicht für all die Kommenden. Ja, der Kapitelsaal also als Veranstaltungsort im Stadtmuseum. Ja, wie geht's denn dann hier weiter nach dieser Ausstellung? Worauf können Sie schon neugierig machen hier in der Galerie am Plan? Hier in meiner Galerie will ich ja den Schwerpunkt auf Skulptur setzen. Das will ich mit dieser Ausstellung, die wir jetzt hier sehen, schon zeigen. Danach kommen zwei junge Künstlerinnen. Eine, die in Berlin studiert hat, dort Meisterschülerin ist. Eine, die beides gemacht hat, sowohl Dresden und Berlin als Meisterschülerin. Und die werden auch Porträts zeigen, aber auf ihre ganz eigene Weise. Es sind ja junge Künstlerinnen. Und ich bin selbst auch ein bisschen gespannt. Das werden schon Figuren sein, aber auf eine ganz neue Weise, wo Material im Grunde die inneren Qualitäten eines Menschen ausdrücken. Und ich wünsche mir natürlich für diese zwei jungen Künstlerinnen auch Publikum, denn die haben natürlich noch nicht so einen Freundeskreis wie Herr Heinze. Aber vielleicht hat die Galerie doch schon so einen Anklang gefunden, dass die Menschen auch zu so einer besonderen Ausstellung kommen. Ja, Frau Stöbe, wann geht's los und um welche Künstlerin handelt es sich dabei? Also wir fangen wieder an einem Samstag, 16 Uhr, das ist der 10. April. Die zwei Künstlerinnen heißen Katrin Albrecht und Irene Petzuk. Und 16 Uhr ist Eröffnung und ich bin gespannt, ob die Menschen auch kommen zu so einer Ausstellung.